Adam Riese, das Rechnen, Deutschland Genies Forscher Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Hallo, liebe Interessierte und Freunde. Ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden, sie sind aber wichtig für unser Selbstwertgefühl. Ich stelle mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die alphabetische Übersicht. Eine ausführliche Einladung mit einer Begründung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel zeigt die Biografie von Adam Riese oder Adam Ries und die Entwicklung der Rechenkunst im deutschsprachigen Raum. Adam Riese, zunächst zur Biografie. Adam Riese oder wahrscheinlich Adam Ries wurde 1492 in Staffelstein bei Bamberg in Oberfranken geboren und starb am 30. März 1559 in Annaberg im Erzgebirge mit 67 Jahren. Eine Anmerkung: Die Schreibweise der Familiennamen war damals noch nicht so genau festgelegt wie heute. Daher diese Unsicherheit bei seinem Namen. Adam Riese war im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit ein weithin bekannter deutscher Rechenmeister. Er gilt wegen seiner vielgelesenen Rechenbücher in deutscher, nicht in lateinischer Sprache, als der Vater des modernen Rechnens im deutschsprachigen Raum. Die biografischen Daten für Adam Ries sind immerhin 500 Jahre zurück. Sehr lückenhaft. Er wurde 1492 oder 1493 in Staffelstein in Oberfranken im Fürstbistum Bamberg geboren, als Sohn von Konz Ries, dem Besitzer der dortigen Stockmühle. Das ist eine Wassermühle mit einem horizontal liegenden Mühlrad. Adams Mutter war Eva Kittler, die zweite Frau von Konz Ries. Die ersten Lebensjahrzehnte liegen im Dunkeln ohne schriftliche Nachweise. Es ist nicht bekannt, welche Schule er besuchte und ob er eine weiterführende Ausbildung hatte. Es ist gesichert, dass Adam Ries 1509 mit seinem jüngeren Bruder Konrad in Zwickau lebte. Urkundlich wird Adam Ries erstmals 1517 in Staffelstein erwähnt wegen einer Erbangelegenheit. 1518 ging er nach Erfurt. Hier ist eine Büste im Bild. Er leitete dort eine private Rechenschule und verfasste zwei seiner Rechenbücher. Dazu muss man wissen, das Rechnen wurde damals an den normalen Schulen fast gar nicht oder höchstens ganz am Rande gelehrt, wenn auch Zeit blieb nach dem Lesen und Schreiben. 1522 zog Adam Ries nach Annaberg im Erzgebirge und blieb dort bis zu seinem Tod 1559. In seinem Haus in Annaberg ist heute das Adam-Ries-Museum untergebracht, hier im Bild zu sehen. Auch hier in Annaberg leitete Ries eine private Rechenschule. Adam Ries beendete in Annaberg die Arbeiten am Manuskript seines Algebra-Lehrbuchs, der sogenannten COS. COS ist im Mittelalter der Name für die Unbekannte oder Variable und leitet sich ab vom italienischen cosa für Sache. Das Lehrbuch COS mit über 500 Seiten war seinen Söhnen, Schülern und Interessierten bekannt, zugänglich und wurde auch genutzt. Es wurde wegen der hohen Kosten damals jedoch nicht gedruckt. Fast 500 Jahre später, erst 1992 erfolgte der erste vollständige Druck. Adam Ries heiratete 1525 in Annaberg Anna Leuber, die Tochter eines Schlossermeisters. Mit ihr hatte er 8 Kinder. 3 Söhne wurden ebenfalls Rechenmeister. In Annaberg, weitere zogen auch in den Harz und nach Leipzig. Hier ist das Titelblatt eines späteren Rechenbuches von einem seiner Söhne in Leipzig 1580 zu sehen. Noch heute gibt es bis zu 24.000 im Stammbaum gesicherte Nachkommen von Adam Ries. Adam Ries arbeitete als sogenannter Rezessschreiber.
für die Abrechnungen der Erzgruben und zuletzt als Zehntner, also zuständig für den Zehnten, die Steuern der Landesverwaltung. Ferner ist eine Brotordnung für Annaberg im Auftrage des Rates dokumentiert, also Festpreise für Lebensmittel nach Gewicht. Dafür schrieb er 1533 ein Gerechent Büchlein auf den Scheffel, Eimer und Pfundgewicht mit Tabellen für Alltagspreise, damit der gemeine Mann beim Brotkauf nicht betrogen wird. 1539 erwarb Adam Ries die nach ihm benannte Riesenburg, ein Fuhrwerk außerhalb der Stadt hier im Bild zu sehen, das heute noch seinen Namen trägt. Adam Riese starb am 30. März 1559 mit 67 Jahren, vermutlich in Annaberg. Adam Riese nun zu seinem Werk und dessen Wirkung. Adam Ries oder Adam Riese war ein deutscher Rechenmeister, dessen Rechenbücher in deutscher Sprache erschienen und nicht in Lateinisch. Er erreichte dadurch einen großen Leserkreis und trug auch zur Vereinheitlichung der deutschen Sprache bei. Die Redewendung „Das macht nach Adam Riese“, also für etwas Genaues oder Gesichertes, ist allgemein und volkstümlich geworden. Adam Ries gilt als Vater des modernen Rechnens im deutschsprachigen Raum. Er hat entscheidend dazu beigetragen, dass die römischen Zahlen, hier auf einem Zifferblatt zu sehen, als unhandlich erkannt und durch die indisch-arabischen Zahlen ersetzt wurden. Dieses zeitgenössische Bild von 1504 stellt symbolisch den Wettstreit dar zwischen den antiken römischen Zahlen rechts, die sich als unhandlich erwiesen haben, und den modernen indisch-arabischen Zahlen auf der linken Seite, die flexibler und schneller in der Rechnung sind. Die indisch-arabischen Zahlen führten die Ziffer 0 ein, die die Römer nicht kannten. Diese wichtige Ziffer 0 ist seit dem 2. Jahrhundert nach Christus in Indien nachgewiesen. Das Bild zeigt die Entwicklung der indisch-arabischen Zahlenzeichen mit der 0 in verschiedenen Kulturen und Zeiten. Vier wesentliche Rechenbücher hat Adam Ries verfasst. Das erste Buch, Rechnung auf der Linien, 1518 hier im Bild, behandelt noch das Rechnen auf den Linien eines Rechenbrettes des Mittelalters mit römischen Zahlen. Dazu ein kleiner Exkurs über das Rechnen im Mittelalter. Das Rechnen mit den vier Grundrechenarten im Mittelalter in Europa fand mit römischen Zahlen auf einem Rechenbrett statt, hier im Schema dargestellt. Man rechnete auf horizontalen, parallelen Linien, auf welche Rechensteine oder Rechenpfennige oder Kalkuli gelegt, verschoben und die Ergebnisse abgelesen wurden. Die Position eines Rechensteines oder Rechenpfennigs bestimmt seinen Wert. Die gemalten oder geritzten Linien bedeuten von unten nach oben, von unten nach oben. Die Einer, groß I, die Zehner, groß X, die Hunderter, groß C, Zentum und die Tausender, groß M, Mille. Die Zwischenräume Spatium symbolisieren entsprechende Zwischenwerte, zum Beispiel 5, 50 und 500. Hier ist als Beispiel die römische Zahl 108, also 100 plus 5 plus 3 mit Rechensteinen dargestellt. Hier sehen wir eine typische Doppelseite aus einem seiner Rechenbücher, posthum veröffentlicht, die die Sprache von Adam Riese zeigen als Erklärung für das Rechnen auf den Linien. Wenn die Linien eingeschnitten oder eingekerbt waren, dann nannte man das Gerät Rechenbrett oder Rechentisch, hier im Bild zu sehen. Es kamen dann verschiebbare Knöpfe zum Einsatz. Die Römer nannten ein solches Gerät Abakus, vom griechischen Abakos, das bedeutet Tafel oder Brett. Mit vertikalen Linien kann man außerdem die
horizontalen Linien in Spalten unterteilen. Hier im Bild zu erkennen, diese bieten dann Felder für Rechenoperatoren wie zum Beispiel Summand, Subtrahent, Faktor oder Divisor oder für Rechenergebnisse wie zum Beispiel Summe, Differenz, Produkt oder Quotient. Sein zweites Buch, Rechnung auf der Linie Hen und Federn von 1522, jetzt mit indisch-arabischen Zahlen, wurde schon zu Adam Ries Lebzeiten über 100 Mal aufgelegt und ist besonders für Handwerker und Kaufleute gedacht. Das Bild eines Rechentisches in Straßburg sei das Hintergrundbild zu einer Erläuterung zu den indisch-arabischen Zahlen. Die indisch-arabischen Zahlen sind nach einem positionellen Stellenwertsystem aufgebaut. Das heißt, der Wert einer Zahl ergibt sich durch die Anordnung der Ziffern in einer Ziffernfolge. Jeder Platz, den eine Ziffer in dieser Anordnung einnimmt, ist eine Stelle. Jeder Stelle wird ein Stellenwert zugewiesen, der einer Potenz der Basis entspricht. Die Stelle mit dem niedrigsten Stellenwert steht dabei ganz rechts. Im Dezimalsystem gilt beispielsweise bei der Darstellung natürlicher Zahlen der Stellenwert der ersten Stelle von rechts, der einer Stelle, ist 10 hoch 0 gleich 1. Der Stellenwert der zweiten Stelle von rechts, der zehner Stelle, ist 10 hoch 1 gleich 10. Der Stellenwert der dritten Stelle von rechts, der hunderter Stelle, ist 10 hoch 2, also 100 und so weiter. Das dritte Buch, Rechnung nach der Länge auf den Linien und Feder von 1550, wird oft als Praktika bezeichnet, weil es praktische Beispiele für den Alltag bietet. Das Titelblatt mit einem Porträt des Autors gibt uns die einzige zeitgenössische Darstellung von Adam Ries. Das Hauptwerk von Adam Ries war das Manuskript der Kos 1524, eines Lehrbuchs der Algebra von mehr als 500 Seiten. Wegen der hohen Kosten wurde es nicht zu Lebzeiten von Adam Ries gedruckt, sondern in vollständiger Fassung erst 1992. Es hatte aber seine Wirkung. Es konnte von vielen Interessierten eingesehen und angewendet werden. Das Lehrbuch behandelt, eben im Sinne der Algebra, mit einem besonderen Schwerpunkt Gleichungen mit Variablen und Unbekannten. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Allgemeinwissen und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie Adam Riese, findig und kreativ waren. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Wenn Ihnen die Vorträge gefallen, dann klicken Sie gerne auf den Button Abonnement. Sie werden damit automatisch über Neuerscheinungen informiert.